Aber wieder recht herzlich willkommen wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Minigame. Und zwar spielen wir heute The Apartment Next Door. Ich spiele das Ganze natürlich auch nicht alleine, sondern da rechts neben mir ist der gut aussehende Steve A. Okay. Guten Tag. Dann starten wir jetzt. Und gucken mal rein, was das Spiel hier so mit sich bringt. Oh, ja, schön. Falls ihr euch fragt, wir sind der Kanal der beknackten Anmods irgendwie. Was zur Hölle? Was passiert hier? Hallo? Ein Rekordbutton? Läuft schon. Oh. Okay. Thank you. Bye. Tschüss. 911 gewählt, weil komische Geräusche im Nachbar-Apartment, mehr habe ich irgendwie nicht verstanden, tatsächlich. Das war auch so alles. Und da wird jetzt jemand hingeschickt. Ach du Scheiße. Okay. Gut. Sind wir jetzt der Polizist oder was? Oh Gott! Was ist da für eine. Schön. Ah, das finde ich geil. Das ist ein geiler Filter irgendwie. Finde ich ja, gut. Aber. Ich glaube, das wird schlimm, Benny. Der wird schlimm. Der wird schlimm. Aber ich, also mal ganz kurz, ich bewege die Maus und die zieht so ganz langsam nach. Ja, das ist wie in Depart. Plop! Da war es auch so. Echt? Oh Gott, ich kann. Wie soll man sowas steuern? Ja, du bist halt ein Trägerkorb irgendwie. Der gerade voll mit Donuts ist. Pink Donuts. Hast du dir die Nummer gemerkt? Was war das? Welches Apartment sollen wir uns anschauen? Ich hab das ja nie gehört, die hat so eine Nuschel Südstaaten-Scheiße irgendwie. Nee, das war. Ja, so, man kann in die Apartment next door. Ja, da kann man ganz schön nehmen. Das stand da gerade drin. Halt nicht drauf geachtet. Achso, okay, ich auch nicht. Chat, wisst ihr? Chat! Hilfe! 4 zu 3. Nice, wild. Also, Oma Wettermax, grüß dich! Hey, schön, dass du da bist. Ich. Bitte was? Die Einzige, die immer bei Couch-Kommando sagt: Immer du gehst, spiel immer du gehst! Wie? Oma Wetterwachs möchte Demo Oma spielen? Ja, genau. Okay. So, das Spiel besteht einfach wahrscheinlich darin, irgendwie, dass du einfach das Apartment finden musst. Ja, aber. 428. 428? Nee. Also. Wir haben nicht aufgepasst, Stevie, das ist kacke. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ja! Was? Oh, das kann ja keiner allein irgendwie. Jetzt überleg mal, du sitzt bei dir zu Hause und irgendein Idiot draußen rüttelt an deiner Tür rum. Ja, aber hier, guck mal. Oh, leicht so ab, Alter. Schaum. Wow. Kann ich hier reinzoomen? Guck mal, ich kann ganz langsam zoomen. Okay, das war's. Jetzt zoomen wir ganz langsam wieder raus. 3 Tage später. Warte mal kurz, ich muss mal kurz was. Okay. Sorry, Chat, ihr habt nicht alles gesehen von Anfang an. Jetzt seht ihr das besser. Sorry. Oh, Szene? Nee. Szene? Nee, falsche Auflösung. Die haben nur einen Bruchteil davon gesehen. Wir gehen mal weiter. Left click to zoomen. Ja, das haben wir schon rausgefunden. Zoomen und nicht zoomen. Das ist hier die Frage. Aber ich kann nicht überall klopfen, ne? Also das. Oh, Alter, dieses langsame Rüberziehen. Ja, du bist halt nicht der Schnellste, Benni. Du bist halt nicht der Schnellste. Ich meine, früher hat man mir gesagt, ich bin nicht der Hellste, aber. Der Schnellste. Oh, früher war er nicht der Hellste. Heute ist er nicht der Schnellste. Oh, wir haben das Apartment gefunden. Ich hab eine Lampe. OMG, er hat eine Lampe. So, hallo? Polizei? Ma'am? Oh, Sir, wir haben komische Geräusche gehört. Gute Heineken. Okay, das ist super. We're getting in. Oh. Ja, das ist fies. Dieser Filter macht halt einfach eine richtig geile Atmosphäre irgendwie. Aber hier, der, guck mal, hier hat noch Kippe. Da hat sich noch ein paar schöne Tapes reingezogen gerade. Aber nicht zurückgespult, wie ich gesehen habe. GG. Kostet 1 Euro. Oha. Sir? Hier ich bin bewaffnet. Hier spricht die Polizei. Bitte kommen Sie mit erhobenen Hosen hoch. Raus. Aha. Wir gehen erstmal kurz weiter gucken. Oh, das sieht nicht gut aus.
Was ist? Okay, ist nur... Hallo? Ah, der Sicherungskasten ist schon mal in der Wohnung, schon mal ganz gut. Ja, genau. Ums Haus rumlaufen. So, was haben wir denn hier? Das eheliche Schlafgemach. Oh, scheiße. Ah, ist aber auch ein widerliches Bett. Irgendwie. Oder hartes Gestell. The Times. F to Toggle Subtitles. Woman, 23, reported missing fourth in the last 2 months. What? Wait, what? Er klingelt hier. Over the past couple of weeks, the small town of Nine of Bachville, Indiana, has been but plagued by multiple indeniably? What is an indeniably connected disappearances? What is that for a word? Local police force claim they are working hard to apprehend the culprit. They also ask residents with related information of any kind to report to the nearest police station. Okay. Ja, sind halt ein paar Leute verschwunden und der, der halt irgendwie Tipps hat, soll sich bitte an die Polizei wenden. Wie komme ich denn hier raus? Dass hier irgendetwas vor sich geht, ist unbestreitbar. Wie? Lass doch mal los! Warum? Ich kann nicht loslassen. Ja, da war Sekundenkleber dran. Du musst diese nie wieder loslassen können. Das ist ein Troll, Stevie, das ist ein Troll. Ich kann das wirklich nicht. Was muss ich drücken? Okay, nochmal E drücken. Meine Fresse. Okay. So, wo ist das Telefon? Telefon? Ich habe vorhin gar keins gesehen. Hallo? Da ist keiner. Ich guck mich mal nochmal so ein bisschen um. Aber das ist schon... Vielleicht in der Küche oder so. Ja, da. Die Flasche lag da vorher noch nicht. Die lag vorhin noch. Hundertprozentig? Nee. Aber? Get out. Get out. He's coming. I kill you if... What? Okay. Quatsch, wir haben nicht viel Zeit. Hide. Oh, da ist er. Oh, da kommt jemand. Da schwimmt jemand. Ich weiß nicht, ob das Heidi noch ist, Benny. Ah! Oh, doch, war Heidi noch? Komm, ah! Ah, Jojo, Jojo, warum? Wieso tust du das? Hä? Lauf, Benny, lauf! Da ist eine Wand. Die Tür ist offen, ich komme nicht raus. Ich drück W. I don't know. Leg um! Hallo, hier bin ich. Haben wir denn keine Waffe? Warum sind wir denn? Wie sind wir denn? Du bist, was ist denn, was ist unten? Hä? Ich raff's nicht. You rewind. Failed. Haben wir noch ein anderes Versteck irgendwo? Das Versteck war ja gut, finde ich. Ist ja einfach an uns vorbeigelaufen. Ist ja jetzt... so geil aus. Ich, mit dem Schatten und der fliegenden Figur. Kann ich mich eigentlich ducken? Geht? Der sieht aber auch nicht besonders stark aus. Eigentlich, also wirklich, also ich einfach mit der Kamera einen über den Kopf. Da jetzt los, jeder jetzt hin. Zu wem denn? Zu ihm? Ja. Ach, zu ihm? Soll ich ihm folgen? Okay, wait. Aber das mach ich doch gerne. Ich sehe noch nichts. Na, du hast halt hier noch oben. Make the Taschenlampe an. Hier wird er nicht sein. Da ist er, hallo! Mann, das ist da so ein Lachs, Alter. Aber warum soll ich denn nicht verstecken? Vielleicht machst du das einfach so, oder du bleibst in der Küche stehen, bis er wieder rauskommt. Vielleicht geht ja auch wieder. Wer weiß. Okay. Right. Haben wir? Wo ist denn jetzt... Rechts. Ich habe keine Ahnung, ich sehe gerade gar nichts. Gar nichts. Hä, wo ist denn... Das habe ich vorhin früher... Also das habe ich vorhin besser gemacht. Benny baut nochmal einen zusätzlichen Spannungsbogen auf, indem er einfach die Augen zumacht. Ja, das ist so wie früher verstecken als kleines Kind. Genau. Versteckt, immer versteckt. Augen zu halten. So, vielleicht zieht er. Achso, er zieht die Leiche weg. Das kann sein, Modi, richtig. Welche Leiche? Na, da lag doch irgendwie so ein Sack rum. Ja, aber da war ja. Hä?
Da war nichts drin. So, ich höre jetzt keinen schlimmen Herzschlag mehr. Ich glaube, das ist auch nicht cool. Ich freue mich gerade, wo ich bin. Ah. Du bist wie Josh in der Ecke gestanden. Cool, der ist raus. Du? Nice. Ist er wirklich raus? Na, auf jeden Fall ist die Tür zu. Let's take a look! Ist er hier? Nö. Guck mal hier, da ist nämlich noch eine Beutel. Vielleicht hat er sich einfach bloß mal irgendwie ein paar Eier geborgt oder so. Oder, nee, warte mal, wir standen ja in der Küche. Vielleicht ein bisschen Putzmittel, wer weiß. Vielleicht wollte auch den Sportteil aus der Zeitung. Ich jetzt einfach hier rausgehen? Kann ich nicht. Nee. Fuck you. Oh, die Toilette. Aha. Hat jemand eine grüne Fliese gegen den Schrank geklebt? Kann ich nicht zumachen? Das ist der wahre Wahnsinn. Ich zoome mal ran. Dieser Zoom, Alter. Mal gucken, ob wir was erkennen können. Ich würde sagen, nein. Schade. Das ist doch hundertprozentig, ist das doch ein Aufkleber aus dem Hanuta. Oh, guck mal, mit Nachtsicht funktioniert's. Reminder, I hide the key to the drawer on a shelf in the kitchen. On a shelf, okay. Schön. Ich habe ein bisschen Angst, mich jetzt umzudrehen. Nur so ein bisschen. Hallo? Tja, check the shelf in the kitchen. Das ist ein Messer. Warum habe ich das vorhin nicht mitgenommen? weil du nur in der Ecke gestanden hast. So ein Papierflaschen? Genau, und da oben, da hinten vielleicht, in der Ecke, ist das Shelf. Oh, ja, hier. Da, hast du recht. Hast du recht. Hasse recht. Oh, ho, 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 ho. Ich weiß, hast du wahrscheinlich wieder nicht gesehen, aber ich. Also bei mir läuft es auch leider ein bisschen laggy, aber ich habe jetzt hier nichts gesehen. Okay, da hat gerade so ein Gesicht einfach in die, so, egal, wir sind durch. Achso, schön. Er hat jetzt einfach bloß aufgeschlossen, kann das sein? Ich weiß es nicht. So, warte mal da. Ein Foto. Was ist das denn? Fenster? Keine Ahnung. Soll es sein? Also, steht noch was auf der Rückseite des Fotos? Nope. Das ist ein Polaroid natürlich. So, na, dann lass uns doch mal dieses Fenster suchen. Oh, ich bin ein bisschen am Schwitzen, ne? Also ist. Ja, also das hat auch mehr Atmosphäre, muss ich sagen. Hallo? So, schau mal da gerade zu. Nee, das ist ein anderes Fenster. Das war der ein Fenster oder war der Tisch? Ich hab kein. Nee, Tisch war nicht. Aber. Steht da irgendwas und leuchtet? Auf dem Tisch? Ja, aber ich hab gerade irgendwas gehört. Irgendwas. Ja, Becher. Okay. Alter. Was ist denn. Ja, ja. Also ich finde halt diese alten VHS-Filter, die haben so viel Flair und die haben so viel Atmosphäre irgendwie. Oh, warte mal, guck mal gerade zu. Kannst du den Karton da wegmachen? Ist da vielleicht was hinter? Du meinst hier? Das Ding hier? Nee, da. Keine Interaction. Okay, schade. War hier noch irgendwas? Auch nicht. Ich bin der Meinung, wir müssen wirklich raus, wa? Aber ich hab ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob wir rauskommen. So, Herr Junger schreibt Batteriefach? Fragezeichen. Batteriefach? Was denn? Was? Wie? Können wir uns einfach hier unterm Bett verstecken oder so? Geht das? Oder einfach mal. Ey, das ist ja auch wirklich der wahre Grauen, ey. Das ist das wahre Grauen in diesem Spiel. So kurz schlafen liegen, weißt du, so schön. Achso, okay. Oh! Machen. Das ist ja. Achso, okay. Okay, cool. Tja, machen wir die Taschenlampe. Klammer an! Okay. Cool. Gott, was ist denn jetzt da drin? Nur so ein Foto, es steht nur aufrecht. Schau dir mal ein Foto nochmal kurz an. Ich kann alle Schubladen öffnen, oh Gott! Das ist jetzt nicht euer Ernst.
Das ist der Schubladensimulator. Hat wirklich, oder soll das ein Bild sein? Also so ein Messer so. Bild, ja, kann auch ein Bild sein, ja. Oh Gott, ich sehe. Nein, falsch rumgedreht. Nein, hör doch, mach. Nein! Dreh. Ich. Nein! Ich kann es nicht mehr umdrehen. Kann ich jetzt? Dreh's doch! Ey, diese Steuerung! Bild, okay. Ja, Bild. Ja, aber wo? Wo? Vielleicht auf dem Flur. Vielleicht ist jetzt die. Ah! Ah! Vielleicht aber auch hier. Nee, dreh dich mal lieber um, Benny. Ich glaube, der Knatschen kam von hinter uns. Ist mir egal. Scheiße. Okay, ist mir doch nicht egal. So, unten ja, Heimfach hat sich jetzt geöffnet. Bestimmt, das Scheißding, wo ich gerade sagte, guck mal, das ist ja doch da hinten, da ist im Sicherungsraum. Ich möchte dieses Messer mitnehmen. Bitte. Einfach bitte. Ich will da nicht hingucken. Ah, Stevie, ich mag das nicht. Ich mag das nicht. Was ist? Ist nicht dein Zimmer. Oh Gott. So. Ey, wir sind doch Polizist. Warum haben wir keine A, keine Waffe? Warum, was ist, was? Ach Mann. Ich weiß nicht, ob wir auf, wach, du Schande. Okay. Reicht das jetzt so oder noch ein bisschen ranzoomen vielleicht oder so? Reicht das dann? Ja, wir gehen einfach mal. Ah, okay. Geh mal hin, fass sie mal an. Geh mal hin, fass die Leiche an. Los, mach mal. Weißt du, wie du wirst so leiden bei irgendwelchen anderen Spielen? Ich werde dich so. Na, ich glaube, wir müssen wirklich um. Asratova. Es lebt! Wenn du nicht auch so enden willst. Hör auf damit. Stevie, es lebt. Es atmet. Und ich kann nichts machen. Ich würde, fang da mal mit lebenserhaltenden Maßnahmen bitte an jetzt. Ich kann nichts machen. Stabile Seitenlage wäre schon mal ein Anfang. Kann ich hier irgendwie reinzoomen? Hallo, Kopf? Hallo? Nee, okay. Ich kann aber wirklich nichts machen, also, ne? Ist hier. Hallo, starke Asthma, finde ich. Ja, dann gib mir doch ein Asthma-Spray, oder? Krieg die recht wieder. Ja, dann schau hin, Benny. Jetzt komm, jetzt zieh Pflaster ab. Zieh Pflaster ab. Los. Guck hin. Hello, lady. You're beautiful. Oh. Sag mal, ist das die aus dem Monologist? Kann das sein? Sieht ein bisschen danach aus, ja. Warte mal, ist die jetzt wieder hinter mir? Nee, die ist jetzt bestimmt jetzt in der Wohnung irgendwo. Okay, jetzt kann ich dich auch nicht anfassen. Krieg direkt wieder Hunger, Alter. Dave, ist mit dir nicht in Ordnung, sag mal. Ja, da kriegst du jetzt Hunger? Auf was? Auf geschnürten Schinken oder was? So. Hello. Du hast zu lange gewartet, doch tot. Ja, das. My fire. The one. Okay, also wenn Benny anfängt zu singen, dann ist das eine Übersprungshandlung und dann hat er wirklich Angst. Wo muss ich denn jetzt hin? Na, ich würde sagen, wir gehen einfach raus. Okay, cool. Guck. Ich gewesen. Kann nicht raus! Wäre schön gewesen. Ja, was sollte uns jetzt die nette Dame sagen? Muss ich vielleicht doch nochmal ins Schlafzimmer? Oder muss ich ihr irgendwie folgen durch die Wand? Ich weiß zwar nicht wie, aber möglich ist ja alles. Vielleicht musst du doch nochmal irgendwas bei der Leiche machen oder irgendwas. Oh, ich will nicht. Weil sie ist. Oh! Ein Hammer. So, was können wir jetzt mit dem Hammer machen? Sollen wir beenden mir, oder was? Ich weiß es nicht. Komm, wir befreien ihn von seinem Leid oder so. I don't know. Geht das? Okay, er atmet eh nicht mehr so wirklich. Okay, cool. Naja, das, was Mutti schon geschrieben hat, wir waren zu langsam. Wir hätten früher Pooltime machen müssen. Ja, aber jetzt ist aber können die Frage, was. Ja, mal bei der Hammer. Was machen wir denn jetzt mit dem Hammer? So, kannst das heißt, du eventuell in dem Schlafzimmer, da ist dann noch so ein kleiner Schrank, wo die Uhr drauf steht. Ja. Kannst du da was mit dem Hammer machen? Kleiner Schrank.
Warte kurz. Hier vorne gleich da, wo die Uhr drauf steht. Nee. Nee. What? What? Okay, aber wir müssen ins Schlafzimmer. Mhm. Ja, wir kommen auch nicht mehr raus. Na denn? Wer kommt hier? Wie, was stand da gerade Hyde? Nee, aber ich höre... Oh! Ach komm, lass mal Taschenlampe an, ich will sehen, was passiert. Oh, ihr klopft, der muss höflich sein, dann kannst du ihn aufmachen. Hast nicht das Codewort gesagt? Haben wir eigentlich ein Safe Word ausgemacht mit dem Geist oder so? Ja. Es ist immer eine Freude, mit der Community zusammen solche Spiele zu enden. Wenn du den normalen Kanal erlernt, abfeuert, gibst du ein paar auf den Arsch, Jojo! Das ist das Safe Word. Okay. Ich gehe jetzt nochmal hier lang. Warum? Weiß ich nicht, aber wir gehen mal gucken. Ist er denn noch da? Hängt der noch? Ja, der hängt noch. Das ist ein Bruder. Oh Gott, ich schleich auch die ganze Zeit nach. Also ich war jetzt gerade ein geduckter Hals. Hallo? Also ich finde, er hat halt auch auf jeden Fall irgendwie den Titel Officer of the Mons verdient irgendwie. Also das... Ich raff es nicht. Warum sind wir immer noch hier eingesperrt? Warum hat er eigentlich auch keine Verstärkung geholt? Also, wirklich. Also, hat er keinen Walkie-Talkie? Keine Ahnung, irgendwann. Hier raus komme ich immer noch nicht. So, in der Küche. Immer noch nicht. Messer kann ich auch noch nicht nehmen. Hier noch was auf dem Boden, irgendwie. Das sieht auch irgendwie ganz komisch und falsch aus. Kann man hier eigentlich noch? Warte mal, hier! LOL, Alter, da muss erstmal einer drauf kommen, dass da unten noch irgend... Scheiß, wie heißen die, Fliesen. Das ist bitter. Eine Kassette. Vom Fliesen her. Ja, da ist bestimmt ein Tutorial drauf, wie er den Boden gefliest hat. So, aber, na dann. Ich hab jetzt keine Ahnung, was man mit der Videokassette machen kann jetzt. Ja, also du, da bin ich... Wohin da damit? Komplett überfragt. Aber wir können hier mal so ein kleines Sit-In machen. So, und jetzt willst du dir den schönsten Nachfilm ans angucken, oder was? Na no, klar, schön, ne? Willst du dir noch so ein bisschen Popcorn holen, oder was? Ja, du, da sehe ich mich. Was? Gucken wir jetzt. Was ist das? Ich sehe nichts. The grass is green. Red roses too. Boah, verfolgen wir da irgendjemanden, ey? Ich weiß nicht, also so ein Teil, okay, ja, da waren wir vorhin, das ist bei uns, ja. Das ist gar nicht gut aus, da ist ein Schlüssel im Magen. Oh nein. Ach, Tja. Also wenn ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage. Ja. Du kannst jetzt mal einen Schlüssel tauchen gehen. Lass mich raten, ich darf jetzt das Messer aus der Küche mitnehmen? Ja, jetzt darfst du wahrscheinlich. Ich freue mich. Toll. Ich darf es wirklich das Messer mitnehmen. Haben. Alter. Oh nein, ey, nein. Okay, let's do it. Wir gucken jetzt und holen uns einen Schlüssel. Und warum? Weil wir es in einem Video gesehen haben. Macht auch komplett Sinn. Naja, kids don't try this at home. Ja. Oh, diese Sound schon wieder. Ja, die Leiche ist noch saftig. Es ist noch schön warm. Ja. Und get the key. Ich hoffe zur Ausgangstür. Das wäre schön. Hallo. Wow. Aber wir haben jetzt hier keine Überraschung, ne? Also jetzt ist hier... Jetzt kommt bestimmt nochmal hier so eine Springnarbe. Ist jetzt hier nicht hier Hide and Seek, ne? Also ist jetzt vorbei hier, ne, Freunde? Na, ich glaube, hier kannst du auch nicht mehr viel heiden irgendwie. Also, na doch, einfach in die Küche-Ecke stellen und. In die Küche, genau, richtig. Lampe aus. Und? Free! Können wir raus? Ah, wir können raus. Das ist jetzt, wir können jetzt. Ich würde einfach gehen. Nach Hause? Ich würde einfach gehen, Benny.
Ja, wir hatten noch die eine Tür, ne? Weißt du, 400, 430 oder so? Die ist mir so scheißegal. Wollen wir da nicht nochmal investigativ gucken gehen? Da würde ich investigativ einfach dran vorbeilaufen. Ja, wir kommen ja gar nicht dran vorbei eigentlich. Oh Gott. Run! Oh, lauf, Billy! Lauf, lauf, lauf! Lauf, Billy! Ich lauf, ich sprinte, ich... Ich aber humpelnd, oh Gott. Oh, wir müssen schaffen, wir müssen schaffen. So, Sie? Edge, und ich bin an der Tür und jetzt kannst du mir auch nichts mehr. Ja genau, weil er die Tür auch nicht selber aufmachen kann und uns hinterher rennen könnte. Breaking News. Das ist aber Breaking News. In local news, Sam Turner, the Bacville abductor, has been apprehended and a court trial will take place on his case in a month. In a police interview, the Bacville abductor confessed to the abduction and brutal murders of four known victims, including Jennifer Lynham, his neighbor who was pregnant at the time of her abduction. Oh. When describing his crimes, Sam Turner quoted, "I'm not ashamed of what I have done and have no remorse. A ceremony will be held in Bacville Town Square in memory of the victims and their families. It is currently unknown if there are further victims." Was? Tja. Ja. Wunderbar. Das war The Apartment, glaube ich. The Apartment Next Door. Meine ich doch. Genau das. Wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie der Chat, lasst gerne ein Like da. Gerne einen Comment. Und falls ihr damit keine weiteren Folgen verpasst, gerne auch ein Abo da lassen. Ansonsten sag ich erstmal reingehauen. Macht's gut. Ciao. Thank you.